Starten wir also mit der Frage, was jetzt so ein agentenbasiertes Modell eigentlich ausmacht. Also was haben wir eigentlich hier in diesem Paradigma oder Ansatz vor uns? Ich möchte einsteigen mit einem Zitat von Herbert Simon. Herbert Simon gilt so einer als der ganz großen heterodoxen Ökonominnen, der, glaube ich, auch so Sozioökonomie per Excellence betrieben hat. Ja? Also der berühmt geworden ist, vor allem allgemein über die Ökonomik hinaus zu seiner Forschung zur künstlichen Intelligenz, aber auch in den Organisations- und Managementswissenschaften eine Riesengröße ist. Also er hat auch den Nobelpreis für Ökonomik bekommen und für alle, die sich irgendwie für alternative Modellierungsarten ökonomischer Rationalität interessieren oder alternative Akteursbilder, ist er sicherlich eine der wichtigsten Personen und er gilt, glaube ich, grundsätzlich als einer der wichtigsten Wissenschaftlerinnen des 20. Jahrhunderts. Und von ihm kommt dieses Zitat, wo man, glaube ich, viele Dinge über agentenbasiertes Modellieren rausziehen kann. Zitat startet folgendermaßen und er redet hier über die Art und Weise, wie Akteurinnen in ökonomischen Modellen modelliert werden sollen. The very complexity that has made a theory of the decision-making process essential has made its construction exceedingly difficult. It seemed almost utopian to suppose that we could put together a model of adaptive man that would compare in completeness with a simple model of classical economic man. Er spricht hier einige wichtige Dinge an. Also zum einen, menschliches Entscheidungsverhalten ist extrem komplex. Und weil es eben so extrem komplex ist, ist es extrem schwierig, sinnvolle Modelle davon zu bauen. Weil man einfach so viel auf der einen Seite Modelle sollen simplifizieren, auf der anderen Seite muss man so viele Nuancen berücksichtigen, wenn man so ein Modell baut. Und gleichzeitig gibt es eben die Chance, dass sich einfach einen Benchmark zu nehmen, so den Classical Economic Man, mit Gendern hatten sie es damals noch nicht so richtig. Das war einfach, ja. Und das war vor allem super generell, wenn man es einfach auf alles angewendet hat und dachte, dass man es konnte. Gleichzeitig sagt er aber auch, das ist nicht das, was wir eigentlich wollen. Erinnert so ein bisschen an das, was Marshall gesagt hat, wir bedienen uns der klassischen physikalischen Gesetze, aber eigentlich sollten wir es mit der Biologie versuchen, aber können wir im Moment noch nicht machen. Ganz ähnliche Motivation. Eigentlich wäre es gut, hier so ein Modell vom Adaptive Man zu haben. Aber es ist eigentlich total unrealistisch, so ein Modell zu bauen, was eben auch so allgemein anwendbar dann tatsächlich ist, wie das, was eben auf dem klassischen Homo economicus aufbaut. Aber zum Glück, er ist da optimistisch, 1959. The modern digital computer has changed the situation radically. It provides us with a tool of research for formulating and testing theories, whose power is commensurate with the complexity of the phenomena we seek to understand. Er sagt also, jetzt hier 1959 stelle ich mich hin und sage, das hat sich jetzt aber geändert. Wir haben jetzt den digitalen Computer und damit können wir letztendlich Modelle von menschlichem Verhalten bauen, die tatsächlichen Entscheidungsprozessen auch gerecht werden. Also sozusagen der technische Fortschritt erlaubt besseres Modellieren. Im Hintergrund muss man natürlich auch haben, so der Typ war ganz vorne mit dabei, was bei der Forschung von künstlicher Intelligenz angeht. Jetzt dritter Teil. As economics finds it more and more necessary to understand and explain disequilibrium as well as equilibrium, it will find an increasing use for this new tool and for communication with its sister sciences of psychology and sociology. Das ist jetzt wahrscheinlich dann so ein bisschen der idealistische Part des Zitats, der sich wahrscheinlich nicht ganz bewahrheitet hat. Für ihn hat also quasi diese Analyse von einem realistischen oder realistischeren Akteursbild eindeutig auch was zu tun mit der Annahme von Gleichgewichten. Also für ihn ist Ökonomie ganz klar eine Betrachtung von Gleichgewichtsprozessen und Ungleichgewichtsprozessen und wann das eine und wann das andere relevant ist. Und es ist für ihn auch ganz klar ein interdisziplinäres Endeavor. Ne? Er sagt hier, er spricht von Sister Sciences und für ihn ist eigentlich absolut selbstverständlich, dass eine sinnvolle Betrachtung von ökonomischen Entscheidungsprozessen und der Art und Weise, wie Menschen in ökonomischen Kontexten handeln und die Dynamiken bestimmen, dass da natürlich psychologische und soziologische Prozesse eine Rolle spielen und dass die auch auf jeden Fall mit behandelt werden sollten. Und dass letztendlich der moderne Computer so die Möglichkeit gibt, diese Modelle zu bauen, die vorher einfach unvorstellbar waren. Und das ist, glaube ich, so eine Grundidee, die vielen Menschen, die mit agentenbasierten Modellen arbeiten,
dafür repräsentativ ist. Ne? Wir haben jetzt dieses neue Tool, den Computer. Der ist kein Allheilmittel, aber er macht letztendlich oder eröffnet uns Modellierungsmöglichkeiten, die wir so nicht hatten, und ermöglicht uns, bessere Repräsentationen von ökonomischen Systemen zu bauen, als es vorher war. Und weil wir diese Chance des Computers haben, muss sich natürlich auch unser Modellierungsstil ändern. Ich erinnere da jetzt nochmal an den ersten Teil Wissenschaftsphilosophie. Wir können jetzt letztendlich Modelle bauen, die viel mehr repräsentative Kapazitäten haben als vorher. Das heißt, wir haben da viel, viel mehr Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten, die müssen wir jetzt nutzen. Ne? Und agentenbasierte Makro ist sozusagen eine Art, diese neuen Möglichkeiten zu nutzen. Gehen wir also mal weiter. Wo kommt jetzt der Ursprung von der agentenbasierten Modellierung her? Es hat dann noch ein bisschen gedauert nach dem Zitat von Herbert Simon. In den 1970ern kann man eigentlich sagen, entstand außerhalb der Ökonomik so richtig das Konzept der agentenbasierten Modellierung. Ne? Herbert Simon und seine Co-Autoren, insbesondere Newell, haben so erste auch Modelle von dem sogenannten Human Problem Solver entwickelt, wo es sehr stark so auf das einzelne Individuum und dessen kognitive Prozesse geht. In den 70er Jahren entstand eigentlich außerhalb der Ökonomik dann wirklich so diese Idee von agentenbasierten Modellierungen, wo mehrere von solchen Agenten drin sind. Und es ist so ein bisschen ironisch, dass es zur gleichen Zeit stattfindet wie die Rational Expectations Revolution, die wir ja in der letzten Session als Grundlage für den heutigen DSGE-Ansatz kennengelernt haben, wo ja ein komplett anderer Weg gegangen wurde, wo man nicht quasi gesagt hat, wir wollen jetzt realistischer das individuelle Verhalten abbilden, sondern wo wir gesagt haben, wir wollen gesamtökonomische Konsistenz und Gleichgewicht, indem wir eben das Gleichgewichtskonzept erweitern, um rationale Erwartungen und sozusagen dynamisieren. Ja? Also eigentlich das genaue Gegenteil, wo man die Standardrationalitätsannahmen noch verstärkt hat, um die Annahme der rationalen Erwartungen. Es hat dann relativ lange gedauert, bis agentenbasierte Modelle tatsächlich auch auf makroökonomische Fragestellungen angewandt wurden. Das war dann sozusagen die Geburtsstunde der agentenbasierten Makroökonomik oder MABEN, wie man das vielleicht abkürzen kann. Das eigentlich tatsächlich erst so seit den 2000ern, also wirklich relativ neues Phänomen. Wenn man die Kernelemente des Ganzen irgendwie zusammenfassen möchte, dann kommt man auf jeden Fall darauf, dass so die Grundidee ist, dass man ein Computerprogramm hat, was durchaus auch in formaler mathematischer Sprache ausgedrückt werden kann, aber so der Kern des Modells ist letztendlich ein Computerprogramm mit künstlichen Agenten. Ja? Und diese Agenten sind heterogen und sie sind vor allem autonom. Das heißt, jeder einzelne Agent ist sozusagen eine Instanz von einer bestimmten Klasse, also ein sozusagen Agenten, Element in dem Computer, und der entscheidet gemäß seiner oder ihrer Routinen. Und die entscheiden erstmal unabhängig voneinander. Deren Entscheidungen können sich gegenseitig beeinflussen und vielleicht berücksichtigt ein Agent, was die anderen Agenten tun, aber die Entscheidung wird separat erstmal für jeden Agenten durchgeführt. Das heißt, wir haben hier nicht so etwas wie ein repräsentatives Individuum oder auch die Art von Heterogenität wie in den Hank-Modellen, die wir letztes Mal kennengelernt haben, sondern wir haben hier wirklich einzelne künstliche Intelligenzagenten, sehr simple künstliche Intelligenzagenten, die eben selbstständig ihre Entscheidungen treffen, gemäß bestimmter Routinen, die ihnen dabei helfen, in dem Kontext, in dem sie sich befinden, zu entscheiden. Diese Routinen helfen ihnen, Erwartungen darüber zu bilden, wie sich andere Agenten verhalten, wie sich das ökonomische Umfeld in der künstlichen Ökonomie verändert. Genau, diese Routinen sind konstruktiv. Ne? Also wir nehmen zum Beispiel nicht sowas an, dass Agenten den wahren Status des Modells kennen oder dass sie das echte Gleichgewicht des Modells kennen, wie das ja implizit oft in DSGE-Modellen gemacht haben, sondern die Agenten wissen wirklich nur das, was sie in dem Moment jetzt irgendwie bisher gelernt haben. Es gibt keine externe Info, die ihnen sozusagen eingetrichtert wird, normalerweise zumindest. Und das Ganze findet dementsprechend statt in einer simulierten Modellökonomie. Ganz wichtig dabei ist dieses Prinzip der Interaktion. Ich habe gesagt, die Agenten entscheiden autonom, genauso wie wir Menschen auch autonom entscheiden, in dem Sinne, dass da im Gehirn irgendwie was passiert. Aber wir interagieren natürlich direkt miteinander. Und es ist nicht so wie in den allgemeinen Gleichgewichtsmodellen, wo man davon ausgeht, man hat ein Gleichgewicht und die Koordination der individuellen Handlungen hin zu diesem Gleichgewicht hat stattgefunden.
oder wo Dynamiken außerhalb des Gleichgewichts immer auf der Makroebene letztendlich betrachtet werden, sondern diese Interaktion funktioniert durch sogenannte Interaktionsprotokolle, die ganz genau spezifizieren, zum Beispiel wann welcher Agent handelt, auf welche Art und Weise er mit den anderen Agenten interagiert, wie sie Informationen austauschen, wann zum Beispiel welcher Agent ein Angebot für ein Gut angeben kann, wann ein Gut verkauft wird etc. Das ist alles über ganz konkrete Interaktionsprotokolle spezifiziert. Und da ist nicht so was, dass man sagt, wir nehmen an, die Ökonomie kommt zum Gleichgewicht oder wir begnügen uns damit Anpassungsprozessen auf der Makroebene, sondern es ist wirklich so die direkte Interaktion zwischen den Agenten, die nacheinander miteinander interagieren, die dann zum Gleichgewicht führt oder vielleicht auch nicht. Ja. Analysiert werden in diesen Modellen Mikro-, Meso- und Makrovariablen. Spätestens jetzt erinnern uns wahrscheinlich sehr stark an das Nelson- und Winter-Modell, was tatsächlich so in den 70ern hier oben ja eins der ersten agentenbasierten Modelle war und die ja auch das motiviert haben, mit der Notwendigkeit, Mikro-, Meso- und Makro-Ebenen gleichzeitig zu betrachten. Und das macht man in Modellen auch, in solchen Modellen. Dynamik ergibt sich, wie gesagt, aus direkter Interaktion. Und das Spannende ist hierbei, diese direkte Interaktion, die kann schon zu einem Gleichgewicht auf makroökonomischer Ebene führen oder auf Systemebene. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sehen wir auch konstante Fluktuationen. Ihr müsst euch das vorstellen, diese Agenten interagieren miteinander. Es bilden sich dann Preise. Es kann sein, dass diese Preise dann konstant bleiben und wir uns zu einem Gleichgewicht hinbewegen. Dadurch, dass die Agenten alle hintereinander entscheiden, kriegt vielleicht jeder einzelne Agent das Gut erstmal auch zu einem anderen Preis und es dauert ein Weilchen, bis sich entweder das Ganze zu einem stabilen Preis hin organisiert oder es sind eben konstante Schwankungen, wir bekommen gar kein Gleichgewicht. Das heißt, wir nehmen hier nicht a priori ein Gleichgewicht an, sondern wir gucken, ob die Annahmen an die Entscheidungsheuristiken und das institutionelle Umfeld zu einem Gleichgewicht führt. Wenn es das tut, super. Wenn nicht, auch interessant. Also es ist eine viel offenere Fragestellung, als das jetzt zum Beispiel in den DSGE-Modellen der Fall ist, wo wir eigentlich das Gleichgewicht a priori annehmen, beziehungsweise es auch brauchen, um unser Modell zu lösen und sinnvoll zu analysieren. Der letzte Punkt ist, dass es eben keine Top-Down- oder zentralisierte Kontrolle gibt. Das bedeutet auch natürlich, ob sich die Ökonomie koordiniert, dass also so zu so einem koordinierten Austausch kommt. Wenn es das tut, das ist eine Implikation der Selbstorganisation der Agenten in diesen Modellen. Das heißt, alle Ordnungsstrukturen, die sich entwickeln, entwickeln sich ohne, dass jemand exogen von außen die induziert hat, sondern sie ergeben sich sozusagen spontan aus der Interaktion der Agenten. Das ist auch ein Grund, warum auch in der hayekianischen Tradition, die ja eigentlich sehr kritisch gegenüber formalen Modellen sind, da agentenbasierte Modelle recht beliebt sind und auch in der Soziologie das ein sehr weit verbreiteter Ansatz ist, weil natürlich so die Emergenz von sozialen Regeln durch sowas sehr gut analysiert werden kann, man gleichzeitig aber nicht so dieses naive Individualistische hat, sozusagen die sozialen Regeln kann man komplett durch das Verhalten von Individuen erklären, sondern natürlich diese sozialen Regeln dann auch wieder ein Feedback auf die Individuen abgeben. Das heißt, diese interessanten Bottom-up- und Top-Down-Effekte, die sind natürlich in agentenbasierten Modellen super zu analysieren, wobei alle Top-Down-Effekte sich halt daraus ergeben, dass vorher mal so eine Koordination auf bestimmte soziale Regeln stattgefunden hat. Das heißt, es ist wirklich sowas, ganz im Sinne des Systemismus, was wir in der Wissenschaftsphilosophie Vorlesung kennengelernt haben, so diese Bottom-up- und Top-Down-Effekte. Ne? Das ist wirklich so ein systemistischer Ansatz, der hier diesen Modellen zugrunde liegt. Und das ist schon was diese Modelle auf eine gewisse Art und Weise schon einzigartig machen und auch abgrenzen, insbesondere halt eben von den herkömmlichen Gleichgewichtsmodellen in der Ökonomie, wo viele von den Koordinationsproblemen, die hier in den agentenbasierten Modellen im Zentrum stehen, a priori als gelöst angenommen werden. Eigentlich finde ich, dass so ein ökonomischer Ansatz sozusagen individuell beurteilt werden sollte. Also man sollte sich fragen, ist dieser Ansatz der agentenbasierten Makro vielversprechend? Und wenn ja, dann sollten, denke ich, Menschen ermöglicht werden, diesem Ansatz gemäß zu forschen. Jetzt ist es aber in der Forschung natürlich immer so, dass es, oder zumindest insbesondere in der Volkswirtschaftslehre halt so, dass es einen dominanten Ansatz gibt, wie man das tut.
und alles andere ist erstmal begründungsbedürftig. Das finde ich jetzt unschön, aber es macht es eben notwendig, dass wir hier nochmal explizit auch auf die Abgrenzungen zu dem herkömmlichen Ansatz in der Makroökonomik, sprich dem DSGE-Ansatz, eingehen. Und es ist auf der anderen Seite auch tatsächlich recht interessant, weil damals, als die agentenbasierten Modelle aufgekommen sind in den 70ern, da war das nicht so explizit, aber jetzt ist es wirklich so, dass die viele Besonderheiten von dem agentenbasierten Ansatz tatsächlich zu Kritikpunkten am DSGE-Ansatz korrespondieren. Also man könnte eigentlich sagen, dass viele von den Punkten, die agentenbasierte Makro tatsächlich einzigartig machen bzw. ausmachen, jeweils korrespondieren zu irgendwas, was Leute an den DSGE-Modellen kritisieren. Zum Beispiel Aggregationsprobleme im Kontext heterogener Agenten. Es ist relativ klar, auch mathematisch bewiesen, dass individuelle Präferenzen zu aggregieren und dann mit so aggregierten Nutzenfunktionen zu arbeiten, wie das in den DSGE-Modellen zum Beispiel passiert, hochgradig problematisch ist und an enorme Voraussetzungen gebunden ist. Stichwort Sonnenschein-Mantel-Debreu-Theorem, wer da mal ein bisschen googeln will. Diese Aggregationsproblematiken werden in DSGE-Modellen ausgeblendet, beziehungsweise so stark simplifiziert, dass sie nicht mehr da sind. Bei agentenbasierten Modellen, die sind ja gerade dadurch gekennzeichnet, dass man eben keine analytische Lösung herleitet, sondern dass man direkt die Interaktion der Agenten simuliert und demzufolge die Aggregation eigentlich ins Zentrum der Analyse stellt. Also sprich genau das, was übermäßig simplifiziert wird, zugunsten anderer Aspekte im DSGE-Ansatz, wird hier jetzt also ziemlich ins Zentrum der Analyse gestellt. Damit verbunden natürlich diese a priori Gleichgewichtsannahme ohne Konvergenz zum Gleichgewicht. Ne? Also in DSGE-Modellen gehen wir davon aus, dass wir im Gleichgewicht starten, dann wird das Modell exogen geschockt und das Ganze ist eigentlich so eine Art Propagationsmaschine, wie exogene Schocks auf eine Ökonomie, die eigentlich im Gleichgewicht ist, wirken. Klar, man guckt sich auch Anpassungsdynamiken an, allerdings startet man in der Regel immer mit dem Gleichgewicht. Man fragt sich nicht, wie man zu diesem Gleichgewicht kommt, wie das Koordinationsproblem in der Ökonomie gelöst werden kann, damit quasi Agenten sich hin zu einem Gleichgewicht koordinieren. Und demzufolge bleibt dieser Weg als solches bleibt auch unbeleuchtet. In agentenbasierte Modelle, die sind generativ. Mit generativ meint man, dass die Dynamiken, die sich in so einem Modell entwickeln, tatsächlich abgeleitet werden von den direkten Interaktionen der beteiligten Agenten. Ja. Und das erlaubt natürlich die Analyse der Voraussetzungen hier dafür, dass es zu einem stabilen Gleichgewicht kommen kann. Deswegen finde ich auch oft, ist dieser Gegensatz zwischen DSGE und ABM manchmal auch ein bisschen konstruiert, nicht immer, aber manchmal schon, weil theoretisch kann man natürlich agentenbasierte Modelle verwenden, um zu begründen, warum in bestimmten Situationen eine Gleichgewichtsannahme berechtigt ist, weil sie dann einen generellen Blick auf die Sache ermöglichen, der uns in den DSGE-Modellen verwehrt bleibt. Das heißt, sie erlauben eigentlich so eine Art Reflexion der Gleichgewichtsannahme, und damit in bestimmten Fällen auch Begründung der Gleichgewichtsannahme, die innerhalb des DSGE-Ansatzes so eigentlich nicht möglich ist. Auch damit einhergehend diese Betrachtung von Ungleichheitsprozessen. Wir werden sehen, in agentenbasierten Modellen ist es einfach sehr wichtig, was passiert, wenn die Ökonomie nicht ein Gleichgewicht gibt oder es gar kein Gleichgewicht gibt, was dann passiert, was für Implikationen das zum Beispiel auch Verteilung hat, wenn Agenten nicht zu Gleichgewichtspreisen, sondern zu Ungleichgewichtspreisen handeln. Das ist auch insbesondere nach Politikmaßnahmen einfach so, wo wir in DSGE-Modellen halt den Fokus auf diese Impulse-Response-Functions und die Reaktion auf Schocks gelegt haben, ist halt hier in agentenbasierten Modellen auch vielmehr die Frage, was passiert eigentlich, wenn die Ökonomie, während sie außerhalb des Gleichgewichts aufgrund von einem Schock vorher sich befindet, zum Beispiel von neuen Schocks getroffen wird oder wenn da neue Dinge passieren, also wie verhält sich die Ökonomie außerhalb des Gleichgewichts? Zentrale Frage in der agentenbasierten Makro, in den DSGE-Modellen absolut nicht im Fokus. Dann natürlich, das geht jetzt sehr stark auf das, was der Herbert Simon vorhin gesagt hat, Akteursbild in DSGE-Modellen, klar, es gibt ein paar wenige sehr innovative Mainstream-Ökonominnen, die auch sowas versuchen, wie beschränkte Rationalität in solche DSGE-Modelle einzubauen. Da gibt es coole Sachen, die sind aber sehr stark beschränkt einfach durch diesen Optimierungsframework. Ja? Also am Optimierungsframework ändert sich da eigentlich nichts. Das ist ja auch so ein bisschen das
das Kernelement, was diesen neoklassischen Ansatz, zu dem ja der DSG-Ansatz gehört, ausmacht. Ja? Also die Optimierung und Gleichgewichtsannahme, die sind ja sozusagen in dem Forschungsprogramm der harte Kern. Und selbstbeschränkte Rationalität wird eigentlich immer im Kontext der Optimierung modelliert. Und so richtig experimentellen Support dafür gibt es sehr wenig bis kaum. Im Gegensatz, es gibt sehr viel experimentellen und Mikroevidenzen dafür, dass Menschen eben sich nicht optimal verhalten, dass sie mit Heuristiken arbeiten. Da gibt es extrem viel psychologische Forschung. Dass sich Menschen an sozialen Regeln halten, weil ihnen sonst die Entscheidungsprobleme zu komplex sind. Auch da gibt es ganz viel Support aus der Soziologie und ja ironischerweise auch aus der Behavioral Economics. Insbesondere der nicht-mainstreamigen. Und man kann sagen, dass einfach auch epistemologisch unterschiedlich damit umgegangen wird. In der DSGE-Welt hält man am Homo economicus fest, an dem an dem optimierenden Agenten. In der agentenbasierten Makro sagt man, okay, wir gehen davon weg, wir bewegen uns in der Wilderness of Bounded Rationality, die natürlich nicht so einen einfachen Benchmark liefert, wo man dann halt gucken muss in experimentellen Ergebnisse, in Psychologie, in Soziologie, wie verhalten sich Akteure tatsächlich, wie setzen Firmen Preise, wie entscheiden Personen, ob sie arbeiten gehen oder nicht. Und man versucht halt dann, die Annahmen möglichst nahe an diesen Evidenzen zu spezifizieren. Und dieser Fokus auf realistische Annahmen auf Akteursebene ist was in der DSGE-Makro überhaupt nicht in dem Maße wertgeschätzt wird oder zumindest nicht den hohen, nicht diesen, ja, diese hohe Priorität genießt. Ne? Das ist auch so ein bisschen eine Frage an den Normen, die sich innerhalb von der Forschungscommunity herausgebildet haben, was dort als wünschenswert und wichtig angesehen wird und was nicht. Und da haben sich eben in dem DSGE-Kontext andere Normen herausgebildet als in dem agentenbasierten Kontext. Und dann natürlich ganz zentral, in der agentenbasierten Makro arbeitet man wenig mit exogenen Schocks. Wir haben das ja letzte Stunde in dem DSGE-Session gesehen, zumindest in unserem Real Business Cycle Modell. Also wenn da keine exogenen Schocks kommen, ist die Dynamik relativ flach. Ja. Das heißt, man könnte suffisant sagen, eigentlich ist dieses ganze RBC und DSGE-Gedöns, das sind eigentlich keine dynamischen Modelle. Das sind Modelle, die erklären, wie eine Ökonomie auf exogene Schocks reagiert. Also Propagationsmodelle eigentlich, ja, wie exogene Schocks sozusagen in der Ökonomie verarbeitet werden. Der Ursprung dieser exogenen Schocks wird nicht beleuchtet. In den agentenbasierten Modellen hat man wenig exogene Schocks. Man guckt eher, wie sich Dynamiken endogen aus der direkten Interaktion der Agenten untereinander entwickeln, also endogene Dynamiken. Demzufolge auch zum Beispiel, warum es immer so eine Lüge ist, dass Ökonomen sowas wie die Finanzkrise 2007 nie vorhergesagt haben. Es gab Leute, die davor gewarnt haben und vor allem jetzt von denen, die jetzt nicht ständig gesagt haben, dass es eine Krise gibt, die es ja auch gab, gab es auch welche, die Kontextfaktoren sehr gut einordnen konnten. Und es ist auffällig, dass die halt häufig mit solchen agentenbasierten Modellen gearbeitet haben, weil man da eben das Argument gesehen hat, es braucht keine exogenen Schocks, um eine Krise zu verursachen, sondern sowas kann sich unter Umständen endogen entwickeln. Und diese endogene Emergenz, zum Beispiel auch von Krisen, aber auch von Business Cycles etc., die ist halt im Kern des agentenbasierten Ansatzes, also dieser Fokus auf endogenen Dynamiken, im Kontext zum besseren Verständnis, wie die Ökonomie mit exogenen Schocks umgeht. Das ist ein großer Unterschied zwischen der agentenbasierten und der allgemein gleichgewichtsbasierten Makroökonomik.